Diese Bilder lassen viele Menschen in England einfach nicht los. Die schreckliche Katastrophe von Hillsborough. 96 Fans waren im April 1989 bei einem FA Cup-Spiel zwischen Liverpool und Nottingham Forest ums Leben gekommen. 26 Jahre später hat nun der damals verantwortliche Polizeichef David Duckenfield zugegeben, über die Gründe des Unglücks gelogen zu haben. Duckenfield gestand, die Polizei habe die Tore geöffnet, woraufhin immer mehr Menschen in den Tribünenblock gelangten und die Tragödie ihren Lauf nahm. Bisher hatte der 70-Jährige stets erklärt, Liverpool-Fans hätten die Tore selbst geöffnet. Die Angehörigen der Opfer haben jetzt endlich Gewissheit. Es war wirklich herzzerreißend, weil wir es wussten. All diese Jahre haben wir die Wahrheit gewusst. Wir wussten, dass gelogen wurde. Und ich bin mir sicher, dass ich es jetzt endlich sagen darf. Das Gericht hat es bestätigt. Es sind gerade gemischte Gefühle. Man muss wieder an die Menschen denken, die von uns gegangen sind, die die Wahrheit gerne gehört hätten, aber nicht hören konnten, sondern unter Qualen gestorben sind. Es ist immer noch nicht verdaut. Ein so hochrangiger Polizist, all die Ausreden der letzten Tage. Und dann gibt er plötzlich öffentlich zu, gelogen zu haben. Wie gesagt, wir sind alle unter Schock. Das späte Geständnis Duckenfields ist für die Angehörigen ein schwacher Trost. Zu viel Leid haben sie in der ganzen Zeit ertragen müssen. 26 Jahre zu spät. 26 Jahre Schmerz, Kummer, Trauer, Wut, Kampf, um diese Entschuldigung zu kriegen. Für mich bedeutet es jetzt nichts mehr. Es ist zu spät. Duckenfield bat um Entschuldigung. Er bereue die Tat und werde es bis zu seinem Tod tun.